Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen. Ja, vielleicht kann sich der ein oder andere oder die ein oder andere noch daran erinnern, als ich mal über einen 60-jährigen Mann berichtet habe, der knapp 40 Kilometer mit dem Fahrrad hier nach Pulheim geradelt ist und Koräne hier abgeholt hat, damit er sie in Düsseldorf verteilt. Ja, dieser Mensch, Alhamdulillah, der steht jetzt neben mir, ja. Und vielleicht für die, die sich nicht mehr so nochmal dran erinnern, ich erzähle die Story nochmal komplett nochmal neu. Und zwar, hat mich ein Bruder angerufen und er sagte, ja, ich möchte gerne bei euch Korane abholen. Ich habe deine Nummer hier und ich möchte heute vorbeikommen, Korane abholen. Bei uns ist es in der Regel immer so, wir machen das immer mit Termin. Jemand ruft uns an, dann machen wir einen Termin. Und er sagt, ja, aber ich komme mit dem Fahrrad. Da habe ich schon gesagt, wie, mit dem Fahrrad? Ja? Ich so, ohne, hast du ein Navigationssystem auf dem Fahrrad? Weil man kann ja auch Navi auch auf dem Fahrrad mittlerweile installieren. Sagte, nee, Allah bringt mich schon zu euch. Da habe ich mir schon echt im Kopf gedacht, kam der Shaitan oder irgendwie West. Da habe ich schon gedacht, was ist das denn wie einer jetzt so? Ne? Der weiß nirgendwo, wo das ist und weil das ist eigentlich auch nicht sehr einfach zu finden hier. Da habe ich gesagt, komm, egal, der ist für Allah unterwegs. Drückst du mal beide Augen zu, das ist mal eine Ausnahme. Ja, und dann irgendwann klingelte das Telefon halt und ja, ich bin hier in der Nähe, ne? Also ich bin schon fast da. Ja, dann habe ich ihn hier in der Nähe abgeholt, weil da hat ihm wohl eine Frau den Weg ein bisschen falsch beschrieben, ne? So eine kleine Ecke da. Aber Alhamdulillah, der war fast hier vor der Haustüre schon. Ja, dann bin ich halt mit dem Auto ein bisschen vorgefahren, er mir hinterher und ja, dann habe ich gesehen, du bist da, subhanallah, wie alt bist du? Er sagte, ja, 60 Jahre, ne? Ja, dann gucke ich mir ihn an, silbernes Fahrrad mit so einem, was war das, so ein komisches Tacho da oben noch drauf, ja, und deine Lidl-Aldi-Tüten da, die du dabei hattest und ja, ich bin hier und ich möchte die Koräne mitnehmen. Also, das hat mir an diesem Tag so ein schlechtes Gewissen verpasst. Ich habe mich so zurück erinnert, so an meine Zeit, so wenn irgendein Bruder gesagt hat, kannst du das mal für mich holen? Und ich bin mobil mit dem Auto noch, ein großes Auto oder so. Und dann habe ich gesagt, nee, keine Lust oder keine Zeit, also die Zeit noch davor in der Jahiliya vielleicht. Aber dieser Mann, der ist von Mönchengladbach mit dem Fahrrad hier runtergefahren, ja, und ich kann es ja bis heute noch nicht glauben. Ja, ich habe mir natürlich auch die Kommentare hier auf Fitnerbook hier angelesen, hier bei Wahre Religion, haben sich viele gefragt, ja, warum hast du ihn denn nicht abgeholt mit dem Auto? Ja, ich glaube, diese Fragen, inshallah, beantwortet der Bruder gleich selber auch. Auch diese Sachen, da war ein super Kommentar, Alhamdulillah, das hat mir sehr gut gefallen von einem Bruder, der sagte, boah, wenn meine Mutter sagt, geh mal zum Rewe einkaufen, ja, und der so, oh nee, habe ich keine Lust, Mama oder sonst was. Und dieser junge Mann, der hat dich, glaube ich, wirklich als Vorbild dann an diesem, durch dieses Video auch gesehen, hat gesagt, Mashallah, dieser Mann fährt mit dem Fahrrad 40 Kilometer und er fährt noch nicht mal für seine Mutter nebenan an den Rewe. Ja, aber ich glaube, es reicht jetzt mit dem Gerede jetzt. Ich glaube, man sollte jetzt lieber den Bruder selber mal reden lassen. Ja, Bruder, stell dich mal vor, wer bist du überhaupt? Wie heißt du? Mein Name ist Emir Djafic aus Bosanska Krupa, eine kleine Stadt aus Nordbosnien. Was kann erzählt ich in Kurze? Ich war auch unterwegs, lange unterwegs. Nur kann sagen, ich habe gekriegt eine Zeichne mit 16 Jahren von Allah, aber diese Zeichne, ich habe nichts genommen. Und diese Zeichne, ich habe ab. Und nach langer Zeit, ich habe vor ein paar Jahren gekriegt zweite Zeichne, hatte Krebs. Ich kann sagen in Kurze nur, ich hatte Krebs, ich hatte 48 Kilo, ich hatte fast tot und ich habe gedacht nur an Allah, nur an Allah, nur Allah kann helfen. Und dann, subhanallah, nach ein paar Tagen, ich war an zweiter Kontrolle mit Endoskopie und Doktor hat selber überrascht, hat gesagt, unglaublich, unglaublich, wie mit Laser ist weg. Was haben Sie getrunken? Ich hab gesagt, gar nichts. Und hatte auch noch nichts Glaube, noch nicht Glaube, dass das Krebs ist weg.
Und wenn mir alle gesund machen Krebs, dann komme ich nach ungefähr 8 bis 10 Tagen, weiß nicht ganz genau, aber 8 bis 10 Tage sicher, nach diesem komme ich hier, direkt hier. Alle existieren, liebe Schwester, alle existieren 100%, keine weitere Frage. Alle existieren 100%. Von dieser Zeit, wenn ich abgekriegt habe, diese Hidayah war besondere Hidayah. Nach Haupt-Hidayah, alle mir zeigen in Zimmer, 6 bis 7 Tage. Jeden Tag zeige in einem Kreis, zeige mir Harfe von Koran, Harfe. Subhanallah, ich sehe so in Zimmer. Harfe sehen im Kreis. Dann nach ein paar Tagen, ich habe nur, wann war Kind mit 12 Jahren, 13, ich habe gelernt Sure und dann ich war in Moschee, kleine Kinder. Dann später, ich war auch unterwegs ohne Vater oder so. Und ich habe in kurzer Zeit, nach 3 Tagen, wiederholen und wieder beten, Alhamdulillah. Allah ist Rahman. Allah ist Rahman. Allah ist Rahman. Ich habe alles zu tun für alle. Ich habe alles zu tun. Alles, egal, 100 Kilometer, 1000, 100.000 Kilometer, alles. Alles. Ich, Bruder, ich Schwester, ich bin besonders von diesem Tag schon seit 5 Jahren, über 5 Jahre ungefähr. Nach Hidayah, ich bin jedes Tag, ich bin glücklich, jedes Tag in meinem Herz, in meine Brust ist so glücklich. Ich weiß nicht, was ist traurig. Egal, Geld oder ohne Geld, ich weiß nicht, was ist traurig. Ich bin reicher Mann in der ganzen Welt. Egal, Geld ist Katastrophe. Das ist Fitna, große Fitna, Geld. Dunja, was ist Dunja? Gar nichts. Und jetzt stehst du manchmal in Düsseldorf am Bahnhof, hast Koräne verteilt und hast direkt auch die Polizei gekommen. Ja, ne? Ja, nein, Ordnungsamt. Ordnungsamt war das, glaube ich. Ne? Und dann mir gefragt, warum ich bin da und habe Antwort, weil ich verteile diesen Koran, hat gesagt, kannst du mir zeigen, wie es Erlaubnis. Wir sagen, ich habe Erlaubnis 100%, aber von Allah. Maschallah. Dann hat er mir erzählt, Wallah, er mir erzählt, so wollte, so, wir sagen, langsam, Junge, willst du eine? Weil das ist der richtige Weg. Weil willst du eine, andere auch, zwei waren da. Weil das ist der richtige Weg. Sagt, nein, Scheitern, wieso? Ich sage, willst du das beste Buch in der ganzen Welt? Willst du das beste Buch in der ganzen Welt? Ah, welches Buch? Guck mal, an deutscher Sprache. Der Bruder, Mashallah, 62 Jahre, fährt mit Fahrrad, spendet, hat einen Iman. Ich glaube, der ganze Raum hier, den hat er gefüllt hier mit seiner Power hier. Ja, wenn ein bosnischer Rentner, also du bist kein Rentner jetzt, aber ein bosnischer Mann mit 62 so viel Power hat. Ja, Achi, was ist denn, wenn unsere Jugendliche und die jungen Leute... Allah hat ihm von Krebs geheilt. Alhamdulillah. Das ist eine Belohnung für ihn. Warum? Weil er ein guter Mensch, inshallah, ist, weil er Allah an der ersten Stelle in seinem Herzen hat und bereit ist, alles zu opfern für Allah. Allah hat ihn geheilt. Und ich brauche euch nicht zu erzählen, wie viele Geschichten wir jeden Tag hören, wo man sagen kann, Subhanallah, Wunder. Ja? Geschwister von uns haben sämtliche Krankheiten. Sobald sie anfangen, Dawah zu machen und sich anstrengen für Allah, Allah heilt sie.